Wassermänner, herzlich willkommen zu eurem Video heute. Wir schauen einmal, wer oder was in der nächsten Zeit zu euch kommt. Dieses Video ist zeitlos, also egal wann ihr dieses Video schaut, ab dem Zeitpunkt so die nächsten 4 bis 6 Wochen könnt ihr veranschlagen. Und wie immer, dieses Video ist für dich, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Wassermann ist. Und diese Videos beginne ich mit einer Tür. Also werdet ihr eine Tür ziehen dürfen, beziehungsweise ich werde diese Tür ziehen für euch. Und dann bekommen wir schon einen Eindruck, wohin die Reise gehen könnte. Okay. Okay. Wow. Was ist das? Das ist interessant. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Das ist hier der Boden und dann sind das Bretter, also das ist Holz, ne? Sehr rötliches Holz. Sieht sehr spannend aus. Wollen wir mal schauen, was die Botschaft auf der Karte ist. Wir haben Silent Skill, also stille Fähigkeit. I challenge you to unpack your mind in meditation's grace. The soul can unwind. Also ich challenge dich, ne? Ich fordere dich heraus, dass du deinen Geist auspackst, ja? Also dass du alles rausholst und dir anschaust in der wundervollen Meditation. Und deine Seele kann dabei sich entwinden, ja? Entspannen. Breathe in, breathe out, let go of doubt. Also atme ein, atme aus, lass den Zweifel gehen. Also wir sehen hier, geht der Zweifel. Vielleicht habt ihr auch ein Problem, was ihr nicht lösen konntet oder ein Problem, das euch belastet. Und das kann jetzt gelöst werden, besonders mit Entspannung. Vielleicht kommt auch Entspannung. Wir werden sehen. Ich ziehe jetzt für euch dann die Tarotkarten. Dann gehen wir ein bisschen tiefer ins Detail hier. Für Wassermänner, Wassermann. Was tritt in das Leben oder wer tritt in das Leben der Wassermänner? Wir haben die 3 der Stäbe. Die Königin der Stäbe, also ihr seid ein bisschen im Wartemodus hier. Ihr wartet auf, vielleicht wartet ihr auf Papiere oder wartet auf eine Lösung eines Problems. Die Königin der Stäbe kann ein Feuerzeichen sein, muss es aber nicht. Also kann Löwe, Widder oder Schütze sein oder halt diese, ja, diese Energie ausstrahlen, sehr selbstbewusst, sehr magnetisch. Eine magnetische Persönlichkeit ist die Königin der Stäbe. Sehr attraktiv, gut aussehend und intuitiv auch. Okay, also diese Person kann hilfreich an eurer Seite stehen. Vielleicht kommt diese Person auch zu Hilfe oder ist eine Person, die hier eine Entscheidung fällt. Okay. Oh, und dann haben wir die Königin der Münzen. 2 Königinnen. Die Königin der Münzen ist eher eine mütterliche Person. Sehr warmherzig, sehr, wie gesagt, mütterlich, nährend, ja, nährt die Personen um sie herum. Und wir sind schon relativ unterschiedlich, die Königin der Stäbe und die Königin der Münzen. Die Königin der Stäbe ist sehr selbstständig, also braucht auch niemanden zwingend um sie herum. Ja? Die Königin der Münzen, die blüht aber auf, besonders wenn sie von ihrer Familie, von ihren Freunden umgeben ist, dann erst blüht sie auf, weil sie ihre Skills rauslassen kann. Wir hatten Skills, ne? So, ich lege noch mal ein paar Karten aus und schaue mal dann für Wassermänner, für Wassermann, wer oder was tritt ins Leben. Also es können tatsächlich 2 Personen sein hier. Dann haben wir die 4 der Stäbe, viel Stäbeenergie, Stabilität. Und dann haben wir noch 2 Karten. Mal ein bisschen nach da. War ich die eigentlich? Hm.
Wow, wir haben dann noch den König der Münzen und die zwei der Münzen. Interessant. Also es können hier tatsächlich drei Personen in euer Leben treten. Wir haben die Königin der Stäbe, die Königin der Münzen und den König der Münzen. Und vielleicht seid ihr auch die Königin der Münzen und es kommt hier eine Person in euer Leben. Na, wenn wir hier die Karten quasi so hinlegen, ne, dann haben wir zwei Zugewandte, ein zugewandtes Königspaar. Also ihr könntet, weil es ist natürlich auch, ursprünglich plane ich 5 ein, ne, das sind jetzt 2 Karten zusammen rausgekommen, normalerweise sind es 5, dann wäre die Königin hier das Herz der Legung. Das deutet oft auch darauf hin, dass das eure Energie repräsentiert. Also durchaus kann es sein, dass ihr in die Münzkönigin-Energie kommt. Also sehr familienverbunden, sehr die Liebsten, ne? Sehr verbunden mit denen, die man liebt. Und eben wie gesagt, sehr warmherzig. Es kann also jemand sein, falls ihr Single seid, kann jemand kommen, der interessiert an euch ist im romantischen Sinne. Ich sehe aber auch auf jeden Fall mindestens einen Freund oder eine Freundin, also im freundschaftlichen Sinne, der oder die an eurer Seite steht hier, ne? Und euch unterstützt. Das ist eine sehr stabile Beziehung. Also falls ihr nicht viele Freunde habt oder so oder keinen besten Freund, ne? Das ist ja gerade, wenn man älter ist, verliert sich das oft auch so. Aber hier kann tatsächlich eine Person in euer Leben kommen, mit der ihr sehr eng befreundet sein werdet. Und das steigert sich natürlich, das baut sich auf. Aber wir haben ja auch eine Steigerung hier, nämlich von den 3 der Stäben zu den 4 der Stäben. Von den 3 der Stäben, ne, auf dieses Wartende. Jetzt, wann kommen die Schiffe endlich in den Hafen? Wann kommt das, was für mich bestimmt ist? Zu diesem stabilen Moment der 4 Stäbe. Und also wenn hier eine Freundin oder ein Freund kommt, das ist auf jeden Fall eine sehr stabile Beziehung. Ja, also die Freundschaft, die wird sehr lange halten, ist sehr stabil. Und dann kommt diese Person, die ihr vielleicht auch noch jonglieren müsst. Ne? Die zwei der Münzen ist ja so eine Karte, wo eine jonglierende Person darauf zu sehen ist. Das Wasser ist ganz wild und er tanzt gleichzeitig, also hat sehr, sehr viel um die Ohren. Das kann also sein, dass ihr viel um die Ohren habt und dann kommt jemand, der euer Interesse weckt im romantischen Sinne. Okay, falls ihr schon in einer Beziehung seid, kann es sein, dass besonders wenn euer Partner da ein bisschen zur Eifersucht neigt oder da ein bisschen so stiekelig ist, ne, mit anderen Leuten, die werden sich aber gut verstehen. Das könnt ihr gut jonglieren. Ne? Also wenn da eine neue Freundin zum Beispiel in euer Leben tritt, mit der ihr jetzt auch andere Dinge unternehmt, ne? Und euer Mann oder eure Frau, ja, die ist sonst immer so ein bisschen mäkelig. Ach, musst du wieder mit denen rumhängen? Aber dadurch, dass die Königin der Stäbe hier immer so nonchalant und sehr charmant ist, glaube ich, dass euer Partner oder eure Partnerin da auch sagt, na, dann geh halt mit, ne? Dann geh halt zum Frauenkränzchen oder zum Stammtisch oder was auch immer, ja. Und das quasi hier, ihr beides gut unter einen Hut bekommt. Also die neue Freundschaft und die Beziehung, das wird ganz gut klappen. Okay, dann schaue ich mal auf eure Orakelkarten für Wassermann, wer da was kommt ins Leben. Wow, wir haben Handfasting. Ich habe gerade die 2 Mädels gesehen und dachte, ja, schau mal, eine neue Freundin kommt. Verlangen pulsiert durch mein ganzes Sein bis in die verborgensten Stellen hinein. Ich bin bereit, ich riskiere es mich sehnend nach Vereinigung, die auf meinen Lippen glänzt. Also kann es tatsächlich auch eine partnerschaftliche Verbindung sein. Also hier sind Verbindungen auf jeden Fall zu erwarten. Wie gesagt, es kann
was Neues Romantisches sein, wenn es aber bei euch schon zu spät ist. Also falls ihr in einer festen Beziehung seid, auch in einer geschlossenen Beziehung und nicht in einer offenen Beziehung oder in einer polyamoren Beziehung, weil da kann natürlich dann tatsächlich noch jemand Drittes kommen, falls ihr in einer polyamoren Beziehung seid, dass da eine dritte Person in die Partnerschaft kommt, ja, auch das ist eine Möglichkeit hier, besonders hier mit dem Partner, ja, der schon vorhanden war, der da auch okay mit sein wird mit dieser neuen Beziehung, ne? Aber wie gesagt, es ist eine Vereinigung und zwar eine glückliche Vereinigung. Wie gesagt, wenn ihr einen Partner habt und das ist nur eine Freundschaft, nur in Anführungsstrichen, das wird eine sehr enge Freundschaft. Also mit dieser Person könnt ihr durch dick und dünn gehen. Ja, also es ist wirklich ein richtiger Freund, was ja auch, wie gesagt, oft, also so im späteren Leben, wenn man, wenn man Kind ist oder vielleicht noch im Teenageralter, hat man viele super Freundinnen und die sind dann nicht mehr da oder Freunde. Ich denke, es ist auch bei den Herren der Schöpfung so, dass man dann super dicke Freunde hat und dann später, das verliert sich einfach. Aber diese Person ist wirklich, geht mit dir durch dick und dünn. Ne? Und wie gesagt, es kann aber auch was Romantisches hier stehen und das wird dann auch so ein bisschen steamy hier, ne? Mit dem, wenn es romantisch ist mit dem König der Münzen, dann kann es richtig romantisch werden und auch ein bisschen, wie sage ich das jetzt am besten, so ein bisschen hitzig, ja, hitzig, okay? Gut, schauen wir mal weiter. Ja, okay. Wir haben Manifestation. Schau mal an. Sie streichen als Brise über deine Fingerspitzen oder verweilen in den Tiefen deiner Seele. Es ist ein Tanz zwischen dir und dem Geist, während sich die Magie entfaltet. Also hier, wahrscheinlich hast du um jemand gebeten, der hier entweder Freund, als Freund zur Seite steht oder als Partner. Also das ist eine Manifestation von dir, weil interessanterweise haben wir auch wieder drei Menschen hier, ne, die sie quasi ins Leben zieht. Vielleicht sind es auch tatsächlich zwei Freunde, also je nachdem, wie welchem Geschlecht ihr angehört, sind es vielleicht zwei Freundinnen oder zwei Freunde plus ein romantischer Partner, eine romantische Partnerin. Ne? Also das kann tatsächlich sein und das ist nicht geschlechtsabhängig. Ne? Es ist einfach nur, ich lege das dann klassisch Tarot, selbst das ist halt immer das Paar Königin und König, selbst wenn ihr jetzt beispielsweise lesbisch oder schwul seid, davon lasst euch nicht abhalten, dann seid ihr trotzdem König und Königin. Ne? Also das ist nur, weil es halt ein Counterpart, ein Gegenstück des Paares ist, okay? Aber eben interessant, dass hier wieder drei Leute auftauchen. Also ihr könnt tatsächlich drei Verbindungen knüpfen, eventuell in den nächsten 4 bis 6 Wochen. Moment. Ich muss kurz ein Schlückchen trinken. Wer oder was kommt in das Leben des Wassermanns? Oh ja, wir haben den Liebeszauber. Lass den Honig deiner Seele überschwellen in den Tiefen der Liebe. Also auf jeden Fall, es kommen für euch Verbindungen rein. Liebesbeziehungen, also romantische Beziehungen, aber auch Freundschaften, die richtig Liebesbeziehungen sind, weil ihr einander liebt. Ne? Also wirklich eine tiefe Beziehung, tiefe Verbindung, ob es Freundschaft oder romantische Beziehungen sind. Vielleicht vertieft ihr auch Beziehungen, die ihr schon habt. Also vielleicht habt ihr schon eine Freundesgruppe und da wird die Freundschaft besonders tief, besonders wenn es drei Personen sind, also wenn du und noch zwei weitere, dass es richtig tief wird. Auf jeden Fall ist hier sehr viel Liebe zu spüren zwischen euch, das ist sehr schön, passt auch perfekt zum Frühling, es fühlt sich alles warm an und willkommen und eben ganz viel Liebe, die auf euch zukommt, ja, in den nächsten Wochen. Und dann zum Abschluss ziehe ich euch noch ein paar Karten dieses Orakels. Wie heißt es denn? Shadow and Light Orakel. Wer oder was kommt zum Wassermann?
die Trockenblumenfee, süße Erinnerungen. Also vielleicht kennt ihr diese Person schon, wie gesagt, ne? Vielleicht schafft ihr aber auch süße Erinnerungen für die Zukunft. Also mit diesen Personen, wie gesagt, ich sehe euch Dinge unternehmen, ich sehe euch wirklich gemeinsam lachen, gemeinsam weinen, also das ist wirklich tief. Und natürlich, wenn man schöne Zeiten mit Lieben verbringt, ja, sein Lieben, dann schafft man auch schöne Verbindungen. Das ist genau das, was bleibt, ne? Das ganze Geld und Materielles, das bleibt nicht, aber die Erinnerungen bleiben für immer. So, eine letzte Karte noch. Okay, wir haben den Gewitterengel. Kollision von Glaubenssätzen, Einstellungen und Stilen. Ich glaube nicht mehr, dass es Knatsch gibt hier, wie der Gewitterengel vielleicht vermuten lässt, sondern dass diese Personen ja sehr unterschiedlich sind sogar. Aber gerade weil ihr so unterschiedlich seid, wir haben auch hier, ne, wenn wir die Karten anschauen, wir haben auch unterschiedliche Ethnien von den Personen. Also es kann durchaus sein, dass ihr mit Menschen befreundet seid, die vielleicht nicht die gleiche Herkunft haben wie ihr und dass ihr relativ unterschiedlich seid, aber ihr trotzdem, ihr habt das gleiche Herz. Ja, ihr findet euch wieder, ihr habt vielleicht nicht den gleichen Glauben, vielleicht habt ihr auch andere Einstellungen zur Politik oder was auch immer, aber dennoch habt ihr ein Herz, ne? Ihr teilt euch ein Herz, so wie hier, ne, die Projektion aus dem Herz, da ist, wie gesagt, ganz viel Wärme und Liebe zu spüren in den nächsten 4 Wochen bis 6 Wochen. Okay, aber ich denke, das wird halten, ne? Also da ist was ganz Stabiles, das kann Freundschaft, eine Freundschaft fürs Leben sein oder auch eine Beziehung fürs Leben oder beides. Okay, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar, die lese ich immer mit Vergnügen und natürlich ein Abo, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und falls ihr mich darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr mir zum Beispiel ein Trinkgeld hinterlassen. Ihr könnt dazu zum Beispiel den Super Thanks Button benutzen, das kleine Herz unter diesem Video. Ihr könnt auch PayPal oder Amazon benutzen. Die Links und Infos findet ihr in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sage danke, dass ihr da wart. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.